Und wenn ich diesen nicht erfülle, dann habe ich Tausende von Rechtsstreitfällen. Und die will ich genau nicht. Und nun, meine Damen und Herren, würde ich Ihnen gerne nochmal im Schnellgalopp die Vorteile des neuen Konzeptes, aber auch die Nachteile des heutigen Kopfbahnhofs kurz erläutern. Wissen Sie, dass wir mit einer Geschwindigkeit über Kilometer mit 30 km/h, mit 30 Kilometern mit einem ICE in den Bahnhof hineinfahren, dass wir 16 Gleise zwar am Bahnhof haben, aber ein echtes Bottleneck, weil wir vor dem Bahnhof nur 5 Gleise haben, dass wir viel zu lange Wartezeiten im Bahnhof haben, dass Sie bis zur S-Bahn, wenn Sie schnell laufen, mindestens 9 Minuten benötigen, dass der Bahnhof heute am absoluten Anschlag ist mit 25 Zügen pro Stunde, der neue wird mindestens 52 Züge haben, dass wir alle Reisezeiten von Fern-, Nah- und Regionalzügen wesentlich verbessern. Nehmen Sie nur die Strecke Hauptbahnhof Stuttgart nach Ulm, heute 54 Minuten, in Zukunft 28 Minuten. Nehmen Sie Stuttgart Hauptbahnhof zum Flughafen, heute 27 Minuten, in Zukunft 8 Minuten. Nehmen Sie Flughafen Stuttgart nach Tübingen, heute 64 Minuten, in Zukunft 35 Minuten. Aber meine Damen und Herren, es ist nicht nur ein Stuttgarter Projekt. Es ist ein Thema der Region und ein Thema des Landes Baden-Württemberg. Und warum sage ich das? Ich bin, glaube ich, in den letzten Monaten wie kaum ein Zweiter in der Region gewesen. Und ich bin beispielsweise auch in Tuttlingen, in Horb, Neckarhausen gewesen. Ich habe mich mit den Bürgern, mit den Bürgervertretern aller Parteien getroffen. Und alle Parteien, leider sind auch ein paar dabei, die nicht ihr Gesicht zeigen, aber die trotzdem zu dem Projekt steigen. Und meine Damen und Herren, wissen Sie, was diese Menschen zu mir gesagt haben? Herr Grube, realisieren Sie dieses Projekt, wir wollen auch mit dem ICE zum Flughafen fahren. Jetzt, meine Damen und Herren, wer fährt denn heute mit der Bahn erst zum Hauptbahnhof, steigt er 9 Minuten um, der von Tuttlingen kommt, dann hat er schon eine halbe Minute und 9 Minuten verloren und dann fährt er nochmal 27 Minuten zum Flughafen. Das macht kein Mensch. Was er macht, nimmt sein Auto und fährt mit dem Auto zum Flughafen. In Zukunft braucht er maximal nicht eine Stunde, sondern noch maximal 30 Minuten, wenn er von Tuttlingen kommt. Das ist die Zukunft, meine Damen und Herren. Jetzt habe ich noch gar nicht von dem Lärm gesprochen. Ich habe immer gedacht, die Zukunft ist eine Eisenbahn fast ohne Lärm. Das ist aber genau das, was wir hier machen. Meine Damen und Herren, CO2-Emissionen, Herr Drexler hat die Zahlen alle genannt. Wenn ich die Region noch mitzähle, dann sind es nicht 350.000 Personenkilometer, dann sprechen wir über 1 Million Personenkilometer. Und dann sprechen wir über nicht stattfindende 175.000 Tonnen CO2, also Kohlendioxid. Meine Damen und Herren, ein Drittel mehr Fläche in der Stadt, 20 Hektar mehr Park, der Schlossgarten und der Rosengarten wachsen wieder zusammen. Ja, leider, wir müssen 283 Bäume wegnehmen. Übrigens in Hamburg auch für die Stadtbahn. Haben Sie das schon mal gehört? Wir pflanzen über 5000 neue Bäume. Es gibt eine neue städtebauliche Entwicklung mit über 10.000 Wohnungen. Shoppen. Meine Damen und Herren, wir schaffen über 10.000 neue Arbeitsplätze. 7.000 allein zusätzlich während der Bauphase. Und meine Damen und Herren, lassen Sie uns das ganz klar sagen. Wir bauen hier in der Stadt keinen Atommeiler. Wir bauen 3 neue und zwar die modernsten Bahnhöfe der Welt. Genau. Und meine Damen und Herren, wir verbinden den Flughafen Stuttgart mit der Messe am internationalen transeuropäischen ICE-Netz. Hier findet die Zukunft der Mobilität statt. Fragen Sie doch mal eine politische Partei, was die Zukunft der Mobilität ist. Dann bekommen Sie durchgehend die Antwort, es ist die intelligente Vernetzung unserer Verkehrssysteme. Ja, nichts anderes wollen wir oben am Flughafen machen, meine Damen und Herren. Und jetzt komme ich nochmal zur Kaufkraft. Unabhängige, nicht wir, haben errechnet, dass die Kaufkraft in der Region und speziell hier in Stuttgart um mindestens jährlich 500 Millionen im konservativen Fall zunimmt. Andere sprechen sogar von 1 Milliarde.
Meine Damen und Herren, denken Sie an die Strecke Stuttgart-Mannheim. 25.000 Menschen sind auf die Strecke gegangen und wollten sie verhindern. Heute sind die Menschen, die sie verhindern wollen, die Nutznießer dieser Strecke. Meine Damen und Herren, ich sage es nochmal. Und ich möchte nicht hier politisieren. Ich sage Ihnen nur ganz ehrlich. Ich hätte es übrigens auch anders formuliert, wenn das nicht der Fall wäre. Es gibt zu Stuttgart 21 und der NBS keine Alternative. Und meine Damen und Herren, warum sage ich das? Und einer hat vorhin gesagt, wir freuen uns alle auf den Tag, wo wir mit den K21 über dieses Konzept reden. Weil, meine Damen und Herren, das Oberverwaltungsgericht Mannheim hat in 2006 bereits beschlossen, das K21-Projekt ist planfeststellungsuntauglich. Das heißt, sie werden nie ein Baurecht bekommen. Deshalb sage ich, K21 ist ein Phantom und K21 wird es nie geben. Meine Damen und Herren, es wird keine Trassenführung durch das Neckartal sein. Es werden keine vier Gleise von hier zusätzlich nach Bad Cannstatt gehen und von Bad Cannstatt dann 8 Meter hochgeständert über den Neckartal in Einöd, dann eingleisig durch den Berg oben zum Flughafen. Meine Damen und Herren, dieses wird nie ein Baurecht bekommen. Und interessant ist ja, dass vom Bahnhof an man genauso wie wir auf die Neubaustrecke Wendling-Ulm angewiesen ist. Und, meine Damen und Herren, das ganze Projekt ist nicht durchfinanziert. Sie würden mindestens 10 bis 15 Jahre benötigen, um überhaupt eine Planfeststellung zu bekommen. Geschweige ein Baurecht, geschweige, dass es nicht finanziert ist. Meine Damen und Herren, wir würden den Protest von hier, aber glücklicherweise sehe ich, gibt es ja nicht nur Protestierende, ganz im Gegenteil, das ermutigt mich ganz besonders. Ich sage, wenn wir K21, verlagern wir die Kritik von hier nur ins Neckartal. Und das wollen wir nicht. Meine Damen und Herren, Sie sehen, K21 ist keine Alternative, es ist ein Phantom. Und nach Abwägen aller Vor- und Nachteile überwiegen die ökologischen, die ökonomischen, die verkehrswirtschaftlichen Argumente. Und ich bin sehr froh, meine Damen und Herren, dass die Bevölkerung zunehmend versteht, dass sie nicht sich umsonst hier zunehmend engagieren. Und ich hatte gerade hier mit Herrn Oberbürgermeister Schuster am Montag ein Schlüsselerlebnis, dass nämlich 21 Oberbürgermeister, unabhängig von der politischen Herkunft und der Partei, sich für, und zwar ohne Auflagen und ohne Kondition, für Stuttgart 21 ausgesprochen hat. Und das Gleiche gilt für Landräte, das Gleiche gilt für Berufsverbände, für Bürgergruppen. Und meine Damen, es haben sich wahnsinnig viele pro Stuttgart 21 positioniert. Es gibt unzählige, weit über die Stuttgart-Grenzen hinaus, unzählige Pro-Initiativen und. Alle sprechen für die neue Strecke und für NDS. Ich erhalte, meine Damen und Herren, täglich mittlerweile hunderte von Briefen, die mich ermutigen, weiterzumachen. Und deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie uns weiter für dieses Projekt einsetzen. Ich schätze Ihr Engagement sehr. Wenn ich Stuttgart 21 komme, meine Damen und Herren, ich sage das hier ganz deutlich, und ich bin an jeder Ecke in Deutschland in Infrastrukturprojekten involviert. Wenn Stuttgart 21 nicht kommt und alle schauen dorthin, wird es unüberschaubare und unkalkulierbare negative Auswirkungen auf alle Infrastrukturprojekte in Deutschland heute und in Zukunft geben. Und ich sage noch eins, und ich sage das nicht ohne Grund. Viele ausländische Investoren werden, meine Damen und Herren, Deutschland den Rücken kehren, weil es keine Planungssicherheit mehr gibt. Und da wir das alle nicht wollen und nicht zulassen dürfen, müssen wir uns zu Wort melden und mit unseren guten Argumenten überzeugen. Jetzt heißt es, nicht locker zu lassen, sondern aktiv sich zu beteiligen. Meine Damen und Herren, ich habe den größten Respekt für das, was Sie hier gerade veranstalten. Vielen, vielen Dank. Oh!